Alte oder kranke Menschen, die nicht laufen konnten, blieben auf der Straße liegen oder wurden von den Gendarmen getötet. Sie trieben uns vorwärts. Wir waren hungrig. Sie erlaubten uns noch nicht mal was zu trinken. Die Armenier aus Ostanatolien werden zunächst in Richtung der Stadt Urfa deportiert. Die armenische Bevölkerung von Konstantinopel und den Orten der Westtürkei in Richtung Aleppo. Von diesen beiden Städten aus werden die Menschen nun vor allem nach der Sor in die syrische Wüste oder in die mesopotamische Steppe getrieben. Die angebliche Umsiedlung ist ein Todesmarsch ins Nichts. Der Zustand der Deportierten spottete jeder Beschreibung. Sie gingen in Scharen hinaus und aßen das Gras von den Feldern ab. Wenn irgendwo ein Kamel oder sonst ein Lasttier verendete, stürzten sie sich darauf und schlugen sich darum wie um eine Kostbarkeit. Die türkische Regierung hat bewusst versucht, den Untergang möglichst großer Teile des armenischen Volkes mit Mitteln herbeizuführen, die dem Altertum entlehnt waren. Diese Mittel aber waren einer Regierung unwürdig, die mit Deutschland verbündet sein wollte. Diese Arbeit wurde nicht nur von Kurden erledigt, sondern meistens von den Gendarmen, die die Trupps der Deportierten begleiteten. Oder auch von bewaffneten Kompanien der sogenannten Chetes. Das sind ehemalige Sträflinge, die aus keinem anderen Grund freigelassen wurden, als Armenier zu ermorden. Kurden und Banditen griffen uns an, plünderten uns aus und entführten Mädchen und junge Frauen. Ich erinnere mich noch, meine Stiefmutter war schwanger. Sie haben sie umgebracht. Sie haben ihr ein Schwert in den Bauch gerammt, haben das Kind herausgeholt und haben dann angefangen zu lachen, weil es ein Junge war. Haben ihn auf den Boden geschmissen. Ich kann diese Bilder einfach nicht vergessen. Der Weg führt die Deportierten durch Steppen und Gebirge und am Fluss Euphrat entlang. Nur wenige deutsche Militärs wagen, Armenier vor dem sicheren Tod zu retten, stehen zumeist den wahnwitzigen Erklärungen ihres Bündnispartners machtlos gegenüber. Wenn die Türken die Männer auf den Märschen umbrachten, so gebrauchten sie den Vorwand, dass sie sich gegen Aufstände schützen mussten. Wenn Frauen und Kinder vergewaltigt und entführt wurden, so gebrauchten die Türken den Vorwand, dass sie die Kurden und Gendarmen nicht in der Hand hatten. Wenn sie die Vertriebenen verhungern ließen, so gebrauchten sie den Vorwand, dass die Verpflegungsschwierigkeiten auf dem Marsch so groß waren, dass sie ihre nicht Herr wurden. Meine Mutter und mein Bruder waren sehr krank. Da haben wir sie einfach unter einem Baum am Weg zurückgelassen.
Es war schon egal. Sie wären sowieso früher oder später gestorben. Und dann begann noch ein anderes Chaos. Sie nahmen sich die jungen Mädchen. Viele flohen und versuchten, sich zu verstecken. Ich brach schließlich einfach irgendwo zusammen, ganz alleine. Ich sah auch viele Mädchen, denen das passiert war, die sich dann in den Fluss Euphrat stürzten. Ich habe das nicht gemacht. Die Sonne ging schon unter und ich lag immer noch am Boden. Da dachte ich, bald wird es Nacht und da können Wölfe kommen und mich zerfleischen. Da habe ich mich dann wieder auf die Füße gestellt und bin losmarschiert. Tatsache ist, die Männer wurden umgebracht, die Mädchen wurden in Harems und Haushalte verschleppt, die Frauen ausgeraubt und hilflos zurückgelassen. Wir wussten nicht, was noch kommt. Die Armenierverfolgungen in den östlichen Provinzen waren im Juli 1916 in ihr letztes Stadium getreten. Die türkische Regierung hatte sich in der Durchführung ihres Programms nicht beirren lassen. Weder durch unsere Gesuche noch durch die Fürsprache der amerikanischen Botschaft oder des päpstlichen Delegaten. Auch nicht durch Drohung der Entente-Mächte. Am allerwenigsten aber durch Rücksicht auf die öffentliche Meinung des Abendlandes. Es gibt auf der Bagdadbahn Viehwagen für den Transport von Ziegen und Schafen. Sie sind in der Mitte derart geteilt, dass ein oberer und unterer Raum entsteht, sodass oben und unten Tiere verladen werden können. In diese Wagen verlud man die Verbannten, als wären sie Tiere. Stehen war nicht möglich, nur ein Hocken und auch das kaum, weil die Wagen überfüllt waren. Männer, Frauen und Kinder, Gesunde und Kranke, alle durcheinander wurden auf diese Weise tagelang befördert. Das strategische Großprojekt Bagdadbahn wird unter deutscher Planung und Aufsicht von Konstantinopel bis nach Bagdad gebaut. Für etwa 100.000 Armenier der westanatolischen Region um Bursa und Izmit wird sie zum sicheren Transportmittel in den Tod. Die Fahrkarten müssen sie selbst bezahlen. Täglich wurden Tausende mit der Bahn befördert. Auch Schwerkranke wurden mitverladen. Die Toten wurden auf den Stationen einfach ausgeladen. Ja, es kam vor, dass Leichen auch zwischen den Stationen am Bahndamm gefunden wurden. Viel entsetzlichere Dinge berichteten die Ingenieure der Bagdadbahn, nachdem sie nach Hause zurückkehrten. Sie berichteten, dass am Bahndamm bei Tel Abyad und Rasul Ain geschändete Frauenleichen massenhaft nackt herumlagen. Vielen von ihnen hatte man Knüppel in den After hineingetrieben. Der Betriebsdirektor der Bagdadbahn, ein Schweizer, sagte mir, er habe in seinem Leben viel gesehen und sei hart geworden, aber so etwas habe er nicht für möglich gehalten. Man wird daher verstehen, warum Cemal Pascha ein strenges Verbot erlassen hat, die Verbannten zu fotografieren. Das Verbot besagte, dass das Fotografieren von Armeniern genauso verboten war wie das ungenehmigte Fotografieren auf einem Kriegsschauplatz. Das Elend der Deportierten fotografisch festzuhalten und außer Landes zu bringen, gelingt einigen deutschen Soldaten dennoch. Es sind erschütternde Zeugnisse, die den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts genau dokumentieren. Am furchtbarsten war der Anblick der täglich wachsenden Schar verwaister Kinder.
Am Rande einer Zeltstadt hatte man ihnen eine Reihe von Löchern in die Erde gegraben, die mit alten Lappen bedeckt waren. Darunter saßen sie Kopf an Kopf, Knaben und Mädchen in jedem Alter. Verwahrlost, vertiert, verhungert, ohne Nahrung und Brot, der niedrigsten menschlichen Hilfe beraubt und vor der Nachtkälte schaudernd aneinander gedrängt. Ihre Kinderaugen waren unergründlich und von Leiden ausgegraben. Und obwohl sie stumm vor sich hinblickten, schienen sie doch den bittersten Vorwurf gegen die Welt im Antlitz zu tragen. Der deutsche Konsul aus Mosul, Herr Holstein, berichtete, er habe auf manchen Stücken des Weges von Mosul nach Aleppo so viele abgehackte Kinderhände liegen sehen, dass man hätte den Weg damit pflastern können. Weitere Tatsachen und schlimmere als diese wenigen Beispiele, die ich hier gebe, finden sich in den zahlreichen Berichten der deutschen Konsulate von Aleppo und Mosul. Die Kinderheime, Waisen- und Krankenhäuser westlicher Missionare sind die letzten Anlaufstellen der Deportierten. Verzweifelt versuchen die Missionsschwestern und Ärzte, wenigstens die überlebenden Kinder vor dem Tod zu bewahren. Sie erkennen sehr bald, dass die Rettung möglichst vieler Kinder die einzige Chance für ein Überleben des armenischen Volkes darstellt. Hier muss das Vorgehen der türkischen Regierung gegen die Waisenhäuser, Spitäler und Schulen erwähnt werden, die von deutschen und amerikanischen Vereinen zum Wohle der armenischen Bevölkerung bisher unterhalten wurden. Den wenigen Häusern, die noch nicht geschlossen waren, drohten die Behörden tagtäglich mit der Deportation des armenischen Personals und der Schul- und Waisenkinder. Und mit anderen Maßregeln. Diese Absicht geht auch daraus hervor, dass die türkische Regierung jede Hilfeleistung von Missionen, barmherzigen Schwestern und Europäern, die im Land lebten, abwies und systematisch zu verhindern suchte. Das Angebot der amerikanischen Regierung, die Deportierten auf amerikanischen Schiffen, auf amerikanische Kosten nach Amerika zu bringen, wurde abgelehnt. Damals nahm mir die türkische Regierung mit kurzem, trockenem Befehl die fast 1000 Kinder aus der Hand. Das Letzte, was ich von ihnen sah, war jener Sonderzug, der sie entführte. Und damit fiel der Schleier der Dunkelheit über sie. Und mich. Von denen, die in unserem Heim lebten, sind fast alle erschlagen, verhungert, verschollen. Von den nur 6 Überlebenden fanden 3 den Weg zurück. Was die übrigen anbetrifft, so habe ich nur von ganz wenigen Nachrichten erhalten. Die verkrüppelte Mariam Badje ist verhungert. Der kleine blinde Levon ebenfalls. Die blinde Khatun soll im Gölcik ertränkt worden sein. Der Gölcik ist ein Bergsee in der Nähe von Meseret, in dem tausende Armenier ertränkt wurden. Ich habe die Armenier-Groll sowohl mit Enver Pascha als auch mit Cemal Pascha ernstlich besprochen. Sie verschanzten sich hinter Kriegsnotwendigkeiten und sagten, dass Aufrührer bestraft werden müssten. Und gegen der Anklage aus dem Weg, dass Hunderttausende von Frauen, Kindern und Greisen umkamen.
Die türkische Regierung schadete sich selbst und uns als Verbündeten. Sie bedrohte nicht nur ihre einzige für einen Feldzug gegen Ägypten vorhandene Etappenstraße mit der Gefahr der Verseuchung, sondern sie stopfte sie auch mit Zehntausenden von Menschen voll.